Hallo Leute, willkommen zu Glorious Gaming und der Challenge 30 Fragen, 30 Spiele. Kommen wir zur Frage Nummer 17. Welches Spiel könntest du stundenlang anstarren? Es gibt eigentlich ganz viele, wo die Grafik einfach nur atemberaubend ist, aber was mir als erstes eingefallen ist, ist Red Dead Redemption 2. Das Spiel bietet so viele geile Kulissen, so viele geile Landschaften, dass ich mich einfach irgendwo auf irgendeiner Anhöhe stellen könnte und stundenlang dem Tagesablauf oder dem Sonnenuntergang zusehen könnte. Einfach nur Hammer Lichtstimmung, wunderschöne Grafik und die lebendigste Open World, die ich seit Jahren gesehen habe. Also was Rockstar Games da auf die Beine gestellt hat, ist einfach atemberaubend, genial, wunderschön. Seht euch nur diese Kulissen an. Hammer. Ja, natürlich auch ein großartiger Job der Synchronsprecher. Ich finde das immer noch schade, dass Rockstar Games sich nicht bemüht, die europäische Community so ein bisschen zu unterstützen. So deutsche, natürlich für uns jetzt deutsche Synchronstimmen wären richtig geil. Französische, die Franzosen würden sich bestimmt auch freuen. Italiener und was auch immer. Wenn die auch so eine synchronisierte Fassung des Spiels bekommen würden. Denn ehrlich gesagt, das strengt schon ein bisschen an, ständig Untertitel mitlesen zu müssen. Vor allem verliert man so den Blick für das Schöne in dieser Welt, für die Details in dieser Welt, wenn man ständig mitlesen muss. Denn der Slang, der ist ja nicht immer einfach. Aber nichtsdestotrotz, die Synchronsprecher haben einen richtig geilen Job gemacht. Ohne Scheiß. Und das Geile ist, ihr müsst mal darauf achten, wenn ihr Red Dead Redemption spielt, wenn die Charaktere sich unterhalten, wurden unterschiedliche Phrasen aufgenommen. Wenn die nebeneinander stehen, dann unterhalten sie sich, also so wie im realen Leben auch, ne? Die unterhalten sich halt. Aber wenn die Person weiter weg ist, wenn ihr zum Beispiel stehen bleibt, dann fangen die Charaktere fangen dann an zu rufen. Also werden immer lauter. Das ist so geil gemacht. Echt Hammer. Solltet ihr unbedingt gespielt haben, Red Dead Redemption 2. Auf zur nächsten Frage. Kommen wir zu Frage Nummer 18. Welches Spiel braucht ganz dringend ein Remaster bzw. ein Remake? Meiner Meinung nach ist es Terranigma. Terranigma ist ein Super Nintendo Spiel und gehört zu meinen absoluten Lieblingsspielen meiner Kindheit. In Terranigma steuern wir den Helden Ark, der die Aufgabe bekommt, die Welt wiederherzustellen. Dazu reisen wir um die gesamte Welt und erleben einige wichtige Ereignisse der Menschheitsgeschichte hautnah mit. Spielerisch orientiert sich das Spiel so an Action-Rollenspielen wie damals Illusion of Time. Nur halt ohne diesen, wie nennt man das, Active Time Battle System. Ja, ich kann mich gar nicht mehr so gut an die Story erinnern. Ich glaube, das letzte Mal, als ich gespielt habe, war ich, was war ich denn da? 12 vielleicht? Ich habe es auch nicht mehr angefasst, seitdem ich keinen Super Nintendo mehr habe. Das ist schon etliche Jahre her. Und ich finde, es müsste definitiv ein Remake her, kein Remaster, der die Story so ein bisschen erweitert, natürlich neue Spielelemente einbringt und das ganze Spiel in ein modernes Gewand transportiert. Das wäre richtig cool. Ein weiteres Spiel, das definitiv ein Remake verdient hätte und kein Remaster, wie es vor 2 Jahren erschienen ist, ist Chrono Trigger. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Das ist auch eines der geilsten Super Nintendo Rollenspiele. Da ist wieder dieses Active Time Battle System drin, was ich gerade in Illusion of Time angesprochen hatte. Oder Secret of Evermore ist auch so ein Ding. Da sind auf jeden Fall so die geilsten Rollenspiele auf der Super Nintendo gewesen. Und das habe ich auf jeden Fall mehrmals durchgespielt. Das kam 95 raus, so gegen Ende der Super Nintendo-Ära, glaube ich. Und ja, man reist dort durch die Zeit und versucht die Apokalypse zu verhindern. So storymäßig jetzt nichts Weltbewegendes, aber nichtsdestotrotz war das richtig genial inszeniert, schön erzählt. Und ja, das Spiel gibt's aufs Handy,
Chrono Trigger, genau, wurde aufs Handy portiert. Ich habe es gerade erwähnt, von Square Enix nochmal für den PC. Es gibt's über Steam, kann man das kaufen. Natürlich mit verbesserter Grafik, neu aufgenommener Tonlage, Musik. Ja, ansonsten ändert da sie jetzt nicht so viel. Ich hoffe doch sehr, dass da was kommt von Square Enix, dass sie da ein Remake machen. Ja, aber kein Remaster bitte. Wenn, dann richtiges Remake. Kommen wir zur nächsten Frage. Frage Nummer 19, meine lieben Freunde. Welches Spiel kennt anscheinend niemand außer dir? Boah, das ist mal eine richtig schwierige Frage. Immerhin weiß ich ja nicht, welche Spiele ihr kennt, wie sehr ihr in der Thematik drin seid. Aber das ist eine gute Gelegenheit, Spiele anzumerken, die ich auf der Gamescom live gespielt habe, entdeckt habe und die ich richtig geil fand. Ich werde jetzt auch nur zwei nennen. Also, das erste ist Dolmen. Dolmen ist ein Spiel von einem ganz, ganz kleinen Team, wobei die beiden Spiele sind von einem ganz kleinen Team. Und ja, das ist ein Souls-like. Wer hätte das gedacht? Ja, das ist mir schon länger aufgefallen. Ich glaube, das erste Mal 2017 auf der Gamescom. Die haben das über Kickstarter genau zu dem Zeitpunkt nach der Gamescom finanziert bekommen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich habe es auch unterstützt. Und ja, ich habe es dann, jedes Jahr war ich dann auf der Gamescom bis jetzt 2019 und durfte das Team näher kennenlernen und durfte das Spiel anspielen und habe mich jedes Mal darauf gefreut wie ein kleines Kind. Also ganz ehrlich, das Spiel ist so geil. Es bietet wieder einen komplett neuen Aspekt, also das ist auf Nahkampf und Fernkampf ausgerichtet. Ihr habt da so eine kleine Pistole, da könnt ihr Elementarfähigkeiten oder Elementarkugeln draufballern. Wenn ihr zum Beispiel eine Eiskugel habt und den Gegner mehrmals beschießt, dann friert ihr ihn ein, dann könnt ihr den bearbeiten oder der wird langsamer, dann könnt ihr auch Giftelemente zum Beispiel auswählen. Ja, ihr habt ganz normalen Loot, den es gibt. Das Ganze wirkt stilistisch wie eine Mischung aus Dark Souls und Dead Space. Und ja, Hammer, oder? Also ihr seht es im Trailer, richtig, richtig geil, schön atmosphärisch, da freue ich mich drauf. Das Spiel soll nächstes Jahr erscheinen, ich hoffe, die schaffen es. Wie gesagt, ein kleines Team, die brauchen ein bisschen Zeit. Und das zweite kleine Spiel, was ich euch zeigen oder vorstellen möchte, ist The Last Spell. Das erinnert mich stark an Final Fantasy Tactics, ebenfalls ein Genre oder ein Spiel, was ich sehr, sehr gerne gespielt habe. Und in The Last Spell müsst ihr so eine kleine Bastion oder die letzte Bastion der Menschheit verteidigen vor riesigen Horden von Monstern. Ihr könnt diese Bastion ausbauen, ihr kriegt Ressourcen. Also es kommen halt jede Nacht, also es ist so rundenbasiert quasi auch, ne? Ihr habt jede Runde kommt eine Welle von Gegnern, die müsst ihr abwehren und nach dieser Runde, nach dieser Welle habt ihr dann Ressourcen, die ihr aufsammelt, Ausrüstung, die ihr aufsammelt, ihr habt unterschiedliche Helden, es gibt keine Klassen, zumindest gab es die nicht 2019 und ja, es gibt dazu eine Demo. Ich würde sagen, wir testen mal die Demo zusammen. Ich habe sie noch nicht gespielt. Ich quatsch gar nicht mehr so viel über The Last Spell. Lasst uns doch mal in die Demo reinblicken und dann schauen wir uns zusammen an, was The Last Spell alles zu bieten hat. Also, auf ins Spiel. Okay, das ist eine Alpha-Demo. Balancing und Bugs könnten da drin sein. Okay. Der Inhalt ist nicht kompatibel zu dem, was noch später rauskommt im finalen Spiel. Das Spiel ist dazu da, hart zu sein, aber hoch widerspielbar, da es eine Menge Content, also Inhalt gibt und es ist zufällig generiert. Helden, ihre Attribute, ja, die ganzen Items und die Droprate, Enemy, Feindwellen, alles zufällig generiert. Okay, haben wir verstanden. Ich würde sagen, New Game. Timer an. Ich will ja nicht zu viel im Spiel verbringen. Wo habe ich denn den Timer? Ja. So, Timer ist an. Loading. Ich hoffe, der nimmt auf.
bin nämlich unsicher, was das angeht. Ja, der nimmt auf. Okay, wir sind im Spiel. Wow, how to play, you go. Also, wir müssen den magischen Kreis beschützen, bis die Magier den letzten Zauberspruch gesprochen haben. Demo ist bis zu 5 Tage limitiert, das heißt, wir können gar nicht so lange spielen. Okay, verloren haben wir, wenn der magische Zirkel kaputt gegangen ist oder wir alle Helden verlieren. Okay, next. Alter, was ist denn hier los? So viel Input habe ich ja jetzt gar nicht erwartet. The city is unavailable at night, so make sure to equip all you need in beforehand. Okay, also das Inventar der Stadt ist nachts nicht greifbar, also müssen wir vorher Vorbereitungen treffen. Das heißt, in der Nacht kommen die Gegnerwellen und wir müssen vorher uns vorbereiten und hoffen, dass wir die passende Ausrüstung für die Wellen geholt haben. Das Design erinnert mich so stark an Final Fantasy Tactics, ne? Ich liebe es. Hammer, richtig geil. Also die Helden, die haben keine fest definierten Klassen. Das ist auch hier ziemlich cool, finde ich. Die haben verschiedene Fähigkeiten, wie ihr hier unten seht. Die werde ich jetzt gleich versuchen rauszufinden. Wir haben hier verschiedene Gebäude. Wir können hier, also das ist eine Ruine, ne? Wir brauchen erstmal Worker. Destroy, Repair, Upgrade können wir nicht. Wir haben zu wenig Ressourcen. Wir können auch später hier, so wie das hier, das ist ein Shop, ne? Hier können wir dann später. So, wie platzieren wir unsere Helden? Von da kommen die Welle. Das ist cool, dass es angezeigt wird. Also von unten kommt die Welle. Das heißt, wir gucken mal, dass wir unsere Nahkämpfer. Das ist scheinbar ein Nahkämpfer. Gut platzieren. Das ist ein Fernkämpfer. Der bleibt da. Und das ist auch ein Fernkämpfer. Genau. So, jetzt würde ich gerne wissen. Das ist auch cool, dass sie anzeigen, wie weit der angreifen kann. Richtig geil. Okay, dann mache ich so. Und warte mal, den platziere ich hier hin. Was ist denn hier mit? Destroy. Barrikade. Eine Barrikade lassen wir mal stehen. Da ist auch noch eine Barrikade. Boah, ist das geil. Okay, ich würde sagen, ich starte hier die Nacht. Endphase. Die Enemies kommen. Wow, Alter, so viele. Okay, die greifen direkt meine Barrikade an. Ich versuch's mal hiermit. Was ist das überhaupt? Shadow Bolt. Boah, richtig geil. Okay, du bist dran. Ja gut, dann muss ich noch ein paar Schrittchen machen. Hier so, oder was? Na, noch zu wenig. So, der ist vergiftet. Das ist schon mal gut. Okay. Was macht die denn? Stream, Leap, Super Spin, Brace. Brace yourself. So, Endturn geht nicht, oder? Doch. Die Enemies sind dran. Oh, die bewegen sich aber auch. Alter, Falter. Ja, ich habe gerade gelesen, dass es soll schwer sein, ne? Okay. Kann die nochmal angreifen? Ah, okay, die können mehrfach angreifen. Didn't even go full power. Geil, Alter. Richtig gut. Wie oft kann die denn angreifen? Ich check das gerade nicht. Ah, okay, jetzt ist der Turn vorbei. Oh, jetzt ist der Turn vorbei. Sieht das an? Ist das? Oh, ist das geil, ey. Das ist cool, dass sie mehrfach angreifen können. Klar, das gleicht so ein bisschen aus, dass wir im Nachteil sind, da wir ja so wenige sind. Ach, den kann ich nicht angreifen. Okay. Oh, warte mal, da. Ich muss jeden Zug machen, den ich machen kann. So. War vergiftet, okay. Hätte ich das vorher gewusst. Scheibenkleister. Das ist ja kacke, dass ich da jetzt ein paar Züge verpasst habe.
Okay, den hätte ich jetzt nicht angreifen dürfen. Den habe ich ja schon vergiftet. Richtig geil. Weakening Touch. Okay, komm, den vergiften wir mal. Also nicht vergiften, sondern den machen wir mal schwächer. Fireball. Oh, das ist stark. Das ist gut. Den können wir, boah, Junge, ist der stark. Richtig gut, ey. Okay, jetzt kann ich aber nichts mehr machen. Jetzt muss ich den... Oh, wow, was kommt denn da alles an? Eieieiei. Lecko funny. Was kommt denn da alles? Ach du Scheiße. Okay. Okay, wow, krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Ach du Scheiße, I'm killing the rain. Wow, Alter. Das ist ja krass. Scheiße. Das wird jetzt, glaube ich, knapp. Der kann sich hier gar nicht so weit bewegen mehr. Oh, 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 oh. Okay, dann nehme ich mal den Magier. Mach mal so einen Feuerball. Einfach in die Menge. Da habe ich auf jeden Fall ein paar getroffen. Boah, der ist... Boah, Junge, ist der stark. Richtig geiler Typ, ey. Hammer. Ach, den habe ich nur geschwächt. Scheiße. Hätte ich von vorher angucken sollen. Okay. Ach du Scheiße. Boah, die hat so einige mitgenommen auf jeden Fall. Okay. Die ist stark. Die ist richtig geil, ey. Die gefällt mir. Also die werden ja auch stärker. Das ist wie bei... Wie bei Final Fantasy Tactics und dergleichen. Die Helden werden stärker. Wir kriegen hier Erfahrungspunkte und dergleichen. Boah, aber ich glaube, das ist gleich mein Ende, ey. Das werden wir, glaube ich, gar nicht mehr sehen bei mir. Eieieiei, ist das krass. Okay. Verdammte Axt. Okay, warte mal. Ich muss mal hier hin. Oh nein! Es ist doof, dass man da in die Leere schießen kann. Okay, zwei Gegner habe ich. Scheinbar. Doch, da kommen immer noch welche. Ach so. Oh. Habe ich jetzt falsch gemacht. Okay, das ist scheinbar die letzte Welle. Ei, die ist gleich tot. Oh, die ist gleich tot. Die ist geil, aber die ist gleich weg. Die wird halt nicht lange mitmachen können. Scheiße. Boah, die muss weg, ey. Muss da echt weg. Okay, Blitz. Uts. Ah, Mann, richtig gut, ey. Richtig stark. Ich muss mal ranzoomen. Scheiße. Okay. So. Und der. Verdammte Axt. Wen greife ich jetzt als nächstes an? Okay. Oh, da ist einiges gut gegangen. Fuck.
war's. Scheiße. Scheiße. Oh. Der magische Zirkel, der geht im Eimer. Oh, jetzt habe ich ihn selber. Nein, den habe ich selber zerstört. Nein, darauf muss man auch noch achten. Okay, danke fürs Spielen. Ich habe es voll verkackt. Ach, du Scheiße. Ich habe noch nicht mal die erste Nacht überlebt. Thank you for playing the demo of the last spell. We are still working hard on the game. Ja, das war The Last Spell, Leute. Richtig cooles Spiel. Da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, auf jeden Fall. Ihr habt es gesehen. Gar nicht so einfach. Ja, aber die Demo, die könnt ihr euch runterladen über Steam. Bisher ist es nur für den PC geplant. Ich hoffe, das kommt auch für die Switch. Das wäre nämlich richtig geil für die Switch. Ja, auf jeden Fall richtig gut gemacht. Ich würde mich freuen, wenn das für die Switch kommen würde. Und frage euch jetzt, ja, welches Spiel kennt ihr, das scheinbar niemand kennt? Was habe ich noch gefragt? Genau, welches Spiel braucht ein Remake oder ein Remaster? Und von welchem Spiel könnt ihr euch nicht satt sehen quasi? Welche Landschaften gefallen euch? Welche Spielwelt gefällt euch so richtig geil vom Design her auch? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Ich freue mich drauf, von euch zu hören. Vielen Dank für euren Support. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, Leute. Macht's gut.